Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Sano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder Call of Duty Black Ops 6. Komm, wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Unser Ziel ist das irgendwo im Irgendwann. Ist ja gar nicht mal so lange her gewesen, wo ich das Spiel schon gespielt habe. Und heute sind wir wieder bei dem Turm. Ja, fortsetzen. Ich habe fairerweise. Ich habe schon offscreen ein bisschen was gespielt auf einem anderen Profil. Ja. Shevati Dumas, die Person, die du triffst. Keine Ahnung, warum Adler mit ihr in Kontakt stand, aber Spur ist Spur. Wir können ihr nicht vertrauen. Ich bezweifle, Adler hat es. Also ich habe schon ein bisschen auf einem anderen Profil gespielt und ich kenne so ein bisschen jetzt schon die Sachen, die ich machen muss. Sie könnte Teil dieses Pantheon-Dings sein. Achso, nicht essen, ein bisschen Wasser, also nicht wundern. Du Marvel Case in Avalon treffen, also machen wir das. Na, na, na. Hier spielt wohl jemand den großen Mann. Finden wir erst Adler, bevor wir das entscheiden. Genau deshalb fahre ich nach München und werde deinen alten Freund bewirten. Freund? Wohl kaum. Ich hasse den Kerl, aber wir brauchen ihn. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Wenn er so gut ist, wie du sagst, haben wir Adler gefunden, wenn Case zurückkommt. Falls Livingston ihn nicht schon durch den Wolf gedreht hat. Einsatzdetails stehen am Brett, Case. Ich bin bald weg, also sag Bescheid, wenn du was brauchst. Okay. Hab ein paar Ideen, wie wir dieses Drecksloch aufpolieren können, Case. Reden wir, wenn du Zeit hast. Ich glaube, ich soll jetzt mit dem reden. Rede mit Woods, ja. Mach ich. In Ordnung. Was für Ersparnisse hast du? Ich nichts. Ich lebe von einem Tag auf den anderen. Morgen ist nie garantiert. Ich habe etwa 3 Millionen. Ich habe gar nichts. Guter Junge. Carpe fucking diem. Wenn wir das wirklich tun wollen, müssen wir finanziell kreativ sein. Was hast du im Sinn? Für Adler mag das ausgereicht haben. Aber für ein Team? Generalüberholung? Waffenkammer? Trainingsplatz? Ausrüstungsbank? Und was wir sonst noch alles gebrauchen könnten? Billig wird es sicher nicht werden. Wie viel Geld haben wir? Marshall hat in einem Zimmer oben ein paar Tausender gefunden. Ansonsten haben wir leider nichts. Und Hände weg von unseren Bankkonten. Die werden überwacht. Such auf Missionen nach Geld, das herumliegt. Du wirst es wie Robin Hood machen. Von den Reichen stehlen und den Armen geben. So bin ich. Wie habt ihr beide diesen Ort überhaupt gefunden? Wir sind einer alten KGB-Spur gefolgt und eine einzige Aufnahme führte uns her. Schien verlassen. Als wir unseren Maulwurf beim KGB danach fragten, wusste er nichts. Belikow dachte, es ist vielleicht eine Art Splittergruppe, ohne Segen des Zentralkomitees. Was es auch war, es war wohl kein Roter mehr hier seit 1968. Können wir sicher sein, dass Adler allein hier war? Ja, glaube nicht, dass er andere involvieren wollte. Hat wohl an einer Vertrauensliste gearbeitet. Soviel ich weiß, hat er niemanden kontaktiert. Deshalb hat Adler wohl mit Dumas geredet. An Langley vorbei. Das werden wir auch tun. Im Moment. Okay. Am Bild hinter mir verfolgen wir unsere Ausgaben. Sieh es dir an. Gut. Moment, Leute. Zack, zack. So. Am Brett hinter ihm müssen wir jetzt irgendwas kaufen. Sag mir, wo du das Geld ausgeben willst und ich mache es klar. Okay, wir haben $700. Ausrüstungsstation, Trainingsbereich. Ja, ich würde Ausrüstungs holen. Aha. Genau, was ist jetzt hier? Wir haben jetzt wirklich so eine Ausrüstungsdings gebaut. Geil.
Sollen wir die besuchen? Machen wir mal. Verwenden. Kaufen wir das einfach mal so. Und was prüfen? Ja, mit denen reden wir gleich. Das ist die nächste Station. Ja, ich will kurz mit dem Kollegen hier noch reden. Was gibt's Neues, Mann? Was kannst du noch über die Person sagen, die ich treffen werde? Nur was in Atlas Akten steht. Attentäterin. Um die 30. Kommt aus einem von Avalons Syndikaten. Der Gilde. Wurde wohl von der Gilde aufgezogen und dann verbannt. Oder sie ging. Keine Ahnung. Adler war interessiert. Also bin ich es auch. Was ist mit der Person in München, die du treffen wirst? Felix Neumann ist Ex-Stasi-Ingenieur und Verstrecker. Er knackte den militärischen Teil von ARPANET vor ein paar Jahren. Ich hoffe, dass er noch mehr drauf hat. Aha. Hast du noch etwas über den, über das Pantheon herausgefunden? Bis jetzt haben wir nur Adlers Hausaufgaben. Vielleicht hat er den Verstand verloren. Wie dem auch sei, diese Paramilitärs in Kuwait, denen war nicht zum Spaßen zumute. Gut bewaffnet, koordiniert und motiviert. Machst du dir Sorgen um Harrows Sicherheit? Besorgt? Jane ist schlau. Wenn Langley merkt, dass wir weg sind, wird sie uns so lange wie möglich schützen. Bis dahin wird man sie beobachten, also warten wir auf den richtigen Zeitpunkt zur Neugruppierung. Bin ich besorgt? Nein. Glaubst du etwa, dass das Pantheon irgendwie mit Langley in Verbindung steht? Oh Mann, weiß nicht. Schwer zu glauben, vielleicht bin ich nur naiv. Ist Livingston involviert, könnte er Adler loswerden wollen. So oder so. Hat Woods schon versucht, dich um Geld anzunehmen? Machst du Scherze? 9 Jahre und ich schreibe nach wie vor Schecks an Temple. Er soll gefälligst deine Hypothek auf den Laden aufnehmen. Was glaubst du, wie Woods mit einem von denen fertig wird? Da steckt ein harter Typ drin. Hat seine Beine in Panama verloren. Und seinen besten Freund. Langley gab ihm die Chance, bei Missionen zu helfen. Aber unter uns, das liegt ihm nicht im Blut. Der Mann ist ein Soldat. Ein Killer. In der jetzigen Situation glaubt er vielleicht, er wäre wieder an der Front. Woods hat erwähnt, dass dieser Ort möglicherweise ein Unterschlupf einer KGB-Splittergruppe war. Das würde erklären, warum sie nicht wieder zurück waren. Dreh mal ein paar Steine um, wenn du Zeit hast. Wer weiß, was wir alles finden. Okay. Verstanden. Dann gehen wir jetzt in die Mission rein. So. Let's go. Adler hat nicht viele Infos über Sevati Dumas hinterlassen. Aber ich weiß ein bisschen über Avalon. Ist ein Spielplatz für die Reichen und Verbrechersyndikate regieren die ganze Stadt. Jeder schaut, wen er von der Rutsche schubsen kann. Haben Sie ein Ziel? Heuern Sie jemanden wie Sevati an. Früher gehörte sie zur Gilde, einer der mächtigsten Fraktionen in Avalon. Jetzt arbeitet sie freiberuflich. Adler heuerte Sevati an, einer Pantheon-Spur nachzugehen. Und genau dabei hilfst du ihr heute. Wir wollen selbst sehen, wohin die Spur führt. Vielleicht bekommen wir so Verstärkung fürs Team. Trau dir den Rücken, aber pass auch auf deinen auf. Vertrauen muss verdient werden. Okay. Er ist heute Abend auf seiner Yacht, hat ein Telefonat mit dem Pantheon. Wir hören mit.
Ist der Anruf erledigt, erledigst du Yannick. Das wird das eigentliche Ziel herauslocken. Aber eins nach dem anderen. Wo finde ich Yannick? Vom Glockenturm der Kirche aus hat man einen guten Blick auf Yannicks Yacht. Er schmeißt eine Party, während seine Männer in der Kirche das Geld zählen. Was soll ich über Yannick wissen? Yannick handelt mit Waffen, Drogen, Frauen, alles was Geld bringt. Es heißt, das Pantheon will eine Beziehung zur Gilde aufbauen. Also testet Yannick das Terrain. Er ist unser erster Dominostein. Der Spaß beginnt, wenn wir ihn umwerfen und Zugang auf mein eigentliches Ziel erhalten. Johann Essaidi. Wo bist du? Nah genug, um zu wissen, ob du es vermasselst. Bin bereit. Mal sehen, was du drauf hast, Case. Auf zum Glockenturm. Mir ist egal wie. Leise, laut, komm einfach hin. Bevor wir das jetzt machen, trinke ich kurz was. Weil das wird jetzt spannend. So. Let's go. Den sollen wir, glaube ich, ausschalten. Gut gezielt. Du könntest schwimmen gehen, um die Wachen zu meiden. Okay, ich kann schwimmen gehen. Die nehmen wir auch mal mit. Dann rein da. Die Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Sobald wir Yannicks Anruf mithören und eine Spur zu Pantheon Beadler haben, erkläre ich die Gilde zum Freibild. Sie haben es verdient. Ich weiß das. Ich habe früher für sie gearbeitet. Als ich noch bei der Gilde war, habe ich Yannicks Partys nie gemocht. Obwohl sie eine gute Übung waren, nicht aufzufallen. Was ist LB? Jede Kleine, die Yannick mochte, hat eine lange Nacht vor sich. Also machen wir kurzen Prozess. Na gut, ist nichts passiert. Okay, ich muss da hoch. Das heißt, ich muss jetzt hier, glaube ich, hin. Oh, ich bin schon aus. Ich bin schon weit aus der Dings anscheinend. Komm hoch her. Zack, Digi. Okay, da ist einer. Fenster sind offen, ja. Okay, da kann ich hoch. Zack, 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 zack. Jo. Aua, aua. Wo bist du? Da. Okay, so. Hier sind bestimmt mehr, oder? Der hat mich gesehen. Okay, Leute, ich muss mal kurz hier. Ich muss mir kurz ein T-Shirt anziehen. Ey, das ist. Es wird jetzt warm. Es wird hier reingeschwitzt. So. Zack, zack, zack. Okay. Jetzt muss ich. Hoppala. Muss ich hier aufpassen. Okay, ich gehe jetzt rein. Den habe ich. Will ich nicht mich schießen? Auf den Schießen. Braucht ihr gar nicht. Bist dich. Aua.
Aua, 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 aua. Ja, der ist auch tot. Also, die leben alle noch, Leute. Da sind noch welche. Die Tür zum Glockenturm befindet sich im ersten Stock der Tür. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Yannick, erwartet jeden Moment einen Anruf von Patreon. Aua. Mann! Ich sterb. Okay, ich sterb doch nicht. Junge. Das war jetzt gerade kritisch. So, wir nehmen jetzt hier mal eine andere Waffe. Okay, jetzt aber. Zack. Zack. Heute Morgen hier. Habe ich ein Gewehr oben auf dem Turm versteckt. Denk daran, Case. Drück erst ab, nachdem wir sein Telefon gehört haben. Ja, mach ich. Wir müssen die Verbindung zu Pantheon bestätigen. Yannick ist beim Schirm, Oberdeck links, von Mädels umgeben. Okay, er ist von Mädels umgeben. Wir haben einen Sniper. Das ist Goyle. Dann ziehen wir. Ich habe die Anzahlung erhalten. Meine Männer zählen sie noch. Es ist alles da. Nicht vergessen, dies ist eine einmalige Sache. Ich will nichts mit der CIA zu tun haben oder deinem Pantheon. Du lieferst die Hardware heute Abend. Verstanden? Das war aber anders vereinbart. Heute, Yannick, forder mich nicht heraus. Also stehen Pantheon und CIA irgendwie in Verbindung. Wir haben, was wir brauchen. Schieß. Jo, hab ich. Du kannst gut schießen. Ja. Bin ein guter, professioneller Yannick war nur Schießer. Der erste Dominostein. Wir haben heute noch mehr zu erledigen. Wo muss ich jetzt hin? Begib dich zurück zum Münztelefon. Ich komme mit einem weißen Lieferwagen. Wachen im Anmarsch. Die Nachricht über Yannick macht die Runde. Digga, wie viele sind denn da? Gut, wir springen dann einfach mal ins Wasser. Würde ich mal ganz stark behaupten, oder? Oh. Ja. Die Frage ist nur, wie. Du bist umzingelt. Ja. Den habe ich, glaube ich. Den habe ich auch. Was ich jetzt versuche, ich... Case, schnell! Wir wollen nicht, dass die Polizei den Van findet. Ja, ich muss hier doch erstmal runter. Oh, da ist jemand. Wir wechseln kurz die Sniper. Oh, ich glaube, ich habe ihn. Ah, jetzt wissen die, wo ich bin. Scheiße. Kümmere dich um die Wachen und geh zum Van. Ja. Warten Sie doch mal jetzt. Boah, ich bin fast runtergefallen. Ist hier jemand? Hallo? Nö. Okay. Okay, doch da. Ja, der ist direkt weg. Na gut, jetzt kann ich glaube ich ins Wasser, oder?
Geronimo! Okay, so. Wo müssen wir hin? Dorthin. Schnell, Keith, ab zum Wagen. Ja, mache ich. Muss mal kurz hier hochdauern. Schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Da, okay. Muss hier, glaube ich, jetzt durch, ja. Let's go. Oh, meine Luft, meine Luft, meine Luft. Die Luft geht aus. Und nochmal rein. Let's go. Ich sehe absolut nichts. Warte, wir gehen nochmal kurz hier hoch. Und nochmal runter. Case, schnell. Wir wollen nicht, dass die Polizei den Van findet. Ja. Du bist sicher, Case. Ich bin sicher. Moin, Meister. Ich komme, ich komme. Oh. Ups. Da habe ich, glaube ich, wohl gerade auf jemanden geschossen. Upsi, dupsi. Ich komme, ich komme, ich komme. Los geht's, Case. Hey! Mach leise! Let's go! Das ist Gabriel da vorne. Er ist cool. Sie haben eine Krisensitzung im Château de la Haute Lune einberufen. Drei Gildenanführer werden da sein und die Bogen mit dem Pantheon glätten. Ich will mein Geld. Daher crashen wir diese Party. Machen wir. Château de la Haute Lune! Los geht's! Die Gilde wird das Restaurant abriegeln und sich dann im ersten Stock im Tresorraum treffen. Die Tür kann nur von innen entriegelt werden. Du wirst mir helfen, diese Tür zu öffnen. Okay, mache ich. Wir haben noch etwas Zeit. Gerade genug Zeit zum Umziehen. Dann ziehen wir uns mal oben. Da sind wir. Passend für Gilden-Security. Ich würde gerne alle Gildenbastarde tot sehen. Pantheon ist das i-Tüpfelchen für mich. Oh, ich weiß jetzt schon, was kommt. Und das, ich sag euch, das wird sehr anstrengend, jetzt hier rumzuschießen. Zum Vorbereich des Tresorraums im ersten Stock. Ein Alarm wird ertönen. Das ist okay. Die Gilde kennt dich nicht. Es ist am besten. Du ergibst dich und spielst mit. Jo. Wenn du drin bist, warte auf mein Zeichen. Ja, mach ich. So, dann wählen wir hier mal die Waffen aus. Ich nehme die Schrotflinte hier einmal mit. Jetzt guckt ihr nicht diese scheiß Schrotflinte an und... Ja... Schöne Patronen. Danke. So, wir holen jetzt hier einmal alles mal mit. So. Ja, untersuchen brauchen wir jetzt hier nichts. Wir gehen jetzt rein da. Let's go. Ballern jetzt Typen hier weg. Die Gilde trifft sich gerade mit Pantheon. Geh rein und finde den Tresorraum. Ja. Von allen Gildenarschlöchern beim Der ist kriegen weg. Wir ihn nicht. Kannst du mich vor euren Klumpen abhaken? Egal, weniger nachladen, mehr schießen, sag ich. Hilfe! Kommen jetzt hier noch welche oder was? Oh, ich bin schon wieder aus dem Missionsbereich zurück. Ah, ich habe keine Munition mehr. Sturmgewehr ist geil. Nehmen wir mit. Ja, können wir gut schießen mit. Okay, dann gehen wir mal rein hier, ne? Beziehungsweise wir gehen nicht rein, sondern wir warten, weil da sind Menschen. Ups. Aua. Geh weg da oben. Warte, ich muss kurz die Mappe tauschen. Aua. Jo, wo kommt ihr denn her? Ich bin fast in Position. Geh zum Vorraum. Ich bin nicht in Position.
habe ich. Au. Digga, ich sterb hier schon wieder. Digga, warum treffe ich den denn nie? Bin ich jetzt mal getroffen oder was? Ich muss Waffe tauschen. Sorry, ich kann gerade nicht. Au. Okay, so, der ist ein bisschen mehr. Digga, dieser blöde scheiß Typ da oben. So, den habe ich. Wir rücken näher ran. Oh, okay, okay. Er wird's wissen. Digga, wo bist du da? Hab ich. Los, hoch wie. Okay, okay, okay. Da ist ein Panzer, das ist krass, oder was? Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Mhm. Digga, ich hab mich gerade so erschrocken, Alter. Digga. Wann kommt der da vor? Die Munition habe ich aber auch nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. So, wo müssen wir hin? Hallo? Ah, hier ist eine Tür. Guck mal, warum denn immer Schloss klar? Okay, hier ist eine Treppe. Okay, nehme ich mit. Oh, Bruder, wo kommst du her, Alter? Aua, aua, aua. Nee, ich wollte nichts werfen. Hallo? Ist hier noch jemand? Bam. Was? Nicht bewegen, Dave. Bleib ruhig. Spiel mit. Rein da jetzt. Warte auf mein Zeichen. Nicht eher. Mhm. Der Zeitplan wurde vorgezogen. Ich will diese Lieferung heute Nacht. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ihr CIA-Typen seid doch alle gleich. Du auch. Sorgt für Ärger.
Was ist los da drin? Wir haben Besuch. Ist genau in die Höhle des Löwen gekommen. Allein. Ohne Einladung. Arbeitet vielleicht für die Konkurrenz, ja? Oder Pantheon versucht uns auszuquetschen. Wir kamen zu dir, S.A.I.D. Wir kriegen die Wahrheit raus. So oder so. Zeig mir dein Besuch. Mach schon. Sieh mal an. Du bist weit weg von zu Hause, Case. Diese Person ist extrem gefährlich. Muss sofort getötet werden. Aminata. Was? Ah, ich habe zu spät geschossen. Ey, das passiert mir jedes Mal. Ne? Wo ich immer hier offscreen gespielt habe, ist mir das auch passiert. Habe ich zu spät geschossen. So. Weg mit dir. Hinterher. So, ich muss mir kurz meine Waffen holen. Zack. Und zack. Let's go, ich komme. Diese Bastarde erkennen mich nicht einmal. Nicht, dass ich sie retten würde. Sie sind bewaffnet! Wir brauchen Hilfe! Alle weg hier! Okay. Digga, kannst du jetzt auch mal treffen? Immer neu. Oh, der MP. Wie schmeckt? Zack. Beeil dich, Case! Einige der Bastarde tragen Kurve und Feste. Lass mich in Ruhe! So, zack. Aua. Leute, ich bin gerade richtig konzentriert. Jo, wo kommst du her? Jetzt schon wieder hin. Boah, Digga, Fische, Alter. Bitte aufhören. Hä, wo ist sie denn jetzt hin? Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Keine Ahnung, wer das war. Ich habe ja einfach mal drauf geschaut. So, Sturmgewehr.
Au. Ich muss kurz Waffe tauschen. Hilfe. Ich muss Waffe tauschen. Zählt nicht. So, jetzt kann ich kommen. Oberste Saidi, überprüft die Straße. Die Limousine kommt die Straße runter. Ja. Okay. Ich glaube, er ist tot. Bereit. Du hast deinen Teil der Abmachung mehr als eingehalten, Case. Kann ich die hauen? Nö. Und Adler hatte recht. Oh, doch kann ich. Ups. Ich glaube, ich habe sie kurz gehauen, war aber nicht ab. Bereit. Einen Teil der Abmachung mehr als eingehalten, Case. Na klar, ich bin ja froh, dass... Die CIA könnte hinter Pantheon stecken. Hoffentlich liegt er bei deren Waffe falsch. Moin, moin. Vielleicht solltest du mir mal deinen Unterschlupf zeigen. Kann ich gerne machen. Komm vorbei. Case hat sich gemeldet. Shivati Dumas will sich uns im Turm anschließen. Eine von zwei. Ich kehre mit Felix Neumann aus München zurück. Neumann ist aus einem anderen Holz. Ein brutaler Stasi-Vollstrecker und Tech-Genie. War früher der CIA ein Dorn im Auge. Dann zeigte er der Stasi den Mittelfinger und lief nach Westdeutschland über. Neumann behauptet, Gewalt in seinem Leben sei Geschichte. Er ist nicht einmal mehr bewaffnet. Und trotzdem konnte er die Chance nicht aus. CIA 1 auszuwischen. Er wird bald die Gelegenheit dazu bekommen. Er wird versuchen, in Langleys Netzwerk einzudringen und herausfinden, wo sie Russell Adler festhalten. Okay. Perfekt. Mission haben wir, glaube ich, geschafft, oder? Ich bin noch skeptisch wegen Seth, aber hey, wir wurden nicht im Schlaf getötet. Jo. Neumann hat die Nacht durchgemacht. Er hat auch was gefunden. Komm. Okay, Neumann. Wir sind gespannt. Bitte. Nennt mich Felix. Wir sind doch Freunde. Ja, natürlich. Aha. Russell Adler ist in der Black Site in Washington, D.C. Der Unterirdischen. Die vor fast 3 Jahren in Betrieb genommen wurde. DC Blackside. Es gibt auch Baupläne. Sie befindet sich unter der Capital Station, was ihr vermutlich wisst. Verstehe. Nun, es gibt einen kleinen Hochsicherheitstrakt. Dort werdet ihr euer Ziel finden. Wir brauchen einen Plan. Du bist dabei? Sonst würde ich wohl hier nicht sitzen. Ach, sehr gut. Neumann. Mhm. Felix, ich brauche einen Weg in die Black Site. Ich prüfe noch mögliche Schwachstellen. Guter Mann. Sag Bescheid, wenn du was hast. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandu. Ciao, ciao. Komm mit fahren, Richtung Sonnenuntergang. Ja, ja. Unser Ziel ist das irgendwo im Irgendwann. Hol am Sprit, die Pink ist Wasser heiß. In meinem Bauch so blaue Butterflies. Kommt die Wolken, kann uns heute sein.
da 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 da